Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Tomb Raider. Im letzten Part haben wir eine alte Ruine gefunden, beziehungsweise haben Informationen von Sam erhalten, wo es sich aufhält und wo vielleicht die anderen auch sein könnten. Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße, hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie Dad. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie Dad. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Tja, das sollte irgendwie die oberste Priorität sein. Okay, mal schauen. Wir können unsere neue Schrotpflanze, die wir erhalten haben, noch upgraden, theoretisch. Gepolsterter Begriff. Die Waffe beim Schießen stabilisiert. Erhöht Taktrate zwischen den Schüssen. Erhöht die Schussfrequenz. Ein kleiner Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch mehr den Schaden erhöht. Das hört sich nicht schlecht an. Und eine Drossel, die die Reichweite erhöht. Stoßbremse. Wenn sie zwei weitere Teile, um ein Upgrade freizuschalten. Stimmt, jetzt weiß ich auch, was die damit meinen. Hatten wir nicht noch ein Teil fürs Bogen gefunden? Ein Teil für den Bogen gefunden? Ah, auch egal. Laufmantel nicht. Ich glaube, das behalte ich mal alles. Zahlt sich gerade nicht aus. Und wir haben auch das Ritual der Macht quasi gesehen, dass sie an Sam testen wollen. Ob das wirklich so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Ja, hier ist noch eine Kiste. Und da haben wir ein weiteres Gewehrteil gefunden. Moment. Das war falsch. Ja, okay. Zum Glück sah das gerade gar nicht komisch aus. Das Rätsel können wir jetzt auch in der Zwischenzeit lösen, wie wir an die Teile rankommen. Na, jetzt müssen wir sie nur noch treffen. Hallo? Einfacher gesagt als getan. Na. Das gibt's doch nicht. Mensch. Schwing doch in die richtige Richtung.
immer noch nicht die richtige Richtung. Wieso kann das nicht in die richtige Richtung schwenken? Ich habe auch schon wieder viel zu viel Zeit hierfür. Obwohl, es sind immer noch Teile, die wir benötigen könnten. Ja, geht doch. Muss es nur mal auspendeln lassen. Moment. Aha. Noch eins von den Teilen. Heißt, sie haben das schon öfters gemacht. Aber es wird nicht passieren. Die Stürme lassen uns niemals weg. Nichts, Van. Wenn du von hier weg willst, dann von der... Das klappte nicht so gut. Ich wollte die eigentlich still und heimlich erledigen. Aber okay. Das hat ja nicht so gut geklappt. Aber wir sind wieder zurück im Tal hier unten. Ja, dass wir diesmal die Türen hier aufschließen können. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sim. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Mein Feuerritual. Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Gerät. Sam! Das hat sich nicht so toll angehört. Okay, wieso sieht es hier so aus, könnte ich da nach oben, weil ich nach oben kann. Okay, Ausrüstung haben wir voll. Ein bisschen Erfahrung. Es mangelt mir an nichts. Als Priesterin der Sonnenkönigin stehe ich am Hofe über allen anderen. Ich werde geschult in Sprachen, Etikette, Geschichte, Kriegsführung, alles, was zum Herrschen vonnöten ist. Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir. Warm, fürsorglich, liebend. Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel. Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt. Einige fühlen dasselbe wie ich. Vielleicht sogar alle. Aber warum? Wovor haben wir Angst? Höchstwahrscheinlich vor diesem Feuerritual. Beziehungsweise Ritual des Aufstiegs. Aber das ist nur so eine Vermutung. Ich gehe und sehe nach. Na, nur toll.
Verdammte Ruinen. Auf der Insel bricht bald alles zusammen. Yep. Eindeutig. Okay, das war einfach. Und hat sogar relativ gut geklappt. Okay, das war auch wieder einfach. Ich meine, ich hätte es mir auch einfach machen können mit der Falle hier. Oder einfacher. Ich möchte noch mal kurz zurückschauen, ob ich da oben was übersehen habe. Dass hier auch noch irgendwo lang ging. Okay. Scheinbar habe ich nichts zu sehen. Außer ein bisschen Munition, die ich nicht benötige. Ich muss rüber. Na, die Stimmung ist ziemlich stark. Das ist gar nicht gut. Wie gesagt, die Strömung wirkt ziemlich stark. Ah. Oh, das wird kein gutes Ende nehmen. Mensch, ich hab doch rein gar nichts berührt. Verdammt. Ich hätte vielleicht nicht den anderen Weg auf einmal nehmen sollen. Das sieht gar nicht gut aus. Zum Glück gibt es einen Ersatzfallschirm.
Also es grenzt wirklich an ein Wunder, dass wir das überlebt haben. Beziehungsweise, dass sie sich noch bewegen kann. Gar nicht gut aus. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Hm. Ein Gefangener hatte sich in der Werkstatt versteckt. Der Somalier. An der Zahl und dann wieder. Was ist mit dem anderen? Wenn irgend so eine Grube ist sicher nicht besonders. Ich würde mir über den Gestank weniger Sorgen machen als über eine Infektion. Oh ne, sag nicht, das ist schon wieder so ein Wächter. Können wir die ein bisschen ablenken? Sind nicht gerade in keiner guten Verfassung. Das tut weh. Ja, ich weiß schon, wir kommen nirgends hoch, solange wir so verwundet sind. Da unten ist ein Wildschwein. Okay, ich glaube, da kommen wir später noch hin. Das heißt, wenn ich es nicht hoffe. Okay, es hat ziemlich gut geklappt. Naja. Okay. Und dann versuchen wir es mal zum Aufbrechen. Ich brauche unbedingt Verbandszeug. Das ist keine gute Idee. Shit.
Bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße! Das war keine gute Idee. Ich weiß ja nicht, es ist noch immer keine gute Idee. Verdammt, wie viele Gegner kommen da noch? War es die letzte? Nee, war es natürlich nicht. Wieso soll es auch der letzte gewesen sein? Wenigstens können wir in der Zwischenzeit unseren Bogen länger gespannt halten. Ah, nee, das ist gar nicht gut. Da ist ein explodierendes Fass. Das war der letzte Gegner. Das hätte deutlich entspannter sein können. Aber okay. Das mit der Wunde ausbrennen war halt keine gute Idee. Vor allem, da sie dadurch ziemlich viele Leute angelockt hat, durch das Schreien. Naja, wenigstens können wir jetzt wieder klettern. Da oben war noch ein Lagerfeuer. Ich möchte mal wissen, was wir jetzt verbessern können an unserem Gewehr. Haben wir jetzt das letzte Teil gefunden. Das Sturmgewehr kann verbessert werden. Sturmgewehr. Das hat sich jetzt verändert. Außer, dass es auf einmal eine AK ist. Auch egal. Ich glaube, dass sich einfach nur die Waffe selbst verändert. Wir haben gerade so viele Vorräte, das wir sogar ein bisschen verbessern können. Schnelleres Nachladen hört sich nicht schlecht an. Vorerst. Aber wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Was können wir hier am besten gebrauchen? Dafür brauchen wir Rang 3. Es ist hier geschafft, das sind versteckte Belohnungen zu finden. Munition, weiß ich nicht, ob sich das auszahlt.
Mehr Belohnung. Okay, das geht schon. Halten wir wenigstens mehr Erfahrung. So. Allerdings, bevor wir jetzt weitergehen, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Jump Rider. Ciao.